So, und damit sage ich Moin Moin heute zu einem neuen Mittwochsvideo. Wir spielen heute eine kleine Runde NBA 2K20. Unter anderem, weil wir 21 noch nicht haben. Und ich sage bewusst wir, denn wir spielen heute eine kleine Runde 1 gegen 1. Und ich spiele gegen den Frederik. Hallo. Ein Ball. Ja. Ich bin auch wieder da. Und wie es halt schon Marcel gesagt hat, oder der Wolf Gaming, wir sind zu arm für Madden 21. Deswegen. NBA meine ich ja, Entschuldigung. Madden 21 haben wir ja. Ja, aber NBA 21. Digga! Wir haben zu lange nicht mehr gespielt. Ja, deswegen, also erwartet jetzt hier nicht High-Class-Quality-Gameplay. Wir haben schon extrem, wie es halt schon Wolfgang gerade gesagt hat, extrem lange nicht mehr gespielt. Das war ein Foul, das habe ich gesehen. Das war kein Wurf-Foul. Challenge! Doch, was? Wir sind hier nicht in Madden. Ja, da kannst du eh nichts challengen. In Madden 20 schon. Naja, wie gesagt, nicht High-Class. Gameplay. Einfach zocken. Haha. Und ja. Welches Madden 20 meinst du überhaupt? Das neue oder das von letztem Jahr? Das von letztem Jahr. Da ging es. Haha, faul. Reach and foul. Ja. Ja, wie gesagt, jede Vierteldauer ist auch 6 Minuten. Ist ja okay. Für so ein schnelles Video. Alter! Schön. Da war Anthony Davis. Jetzt weiß ich, was mein Problem war, wenn ich gegen die Lakers gespielt habe. Wieder. Ah, LeBron. Ja, ich sag dir jetzt schon mal, ich bin großer LeBron-Fan. Für deine Zuschauer. Lass das! Hör auf! Verdammt. Du hast mir gerade zu viele Chancen. Boom. Davies, auf den ist immer verlassen. So. Ich sag's doch, als ob der verwirft. Auf jeden Fall bin ich damit sicherer als mit LeBron. Ja! Boom. Das war gerade Glück. Hier. Boah, ach, mein Ball! Ich wollte da ein bisschen. Alter! Wo ist der Ball? Puh, da. Zack. Safe, das Spiel ist unfair. McGreen. Schön, damit steht's 2-5. Schön, das war ein schöner Dreier. Damit steht's 5-5. Kawhi Leonard. Ja, das muss man sagen. Das geht halt sehr, sehr schnell, was das angeht im Basketball. Ein Dreier, dann bist du wieder back in the game. Das liebe ich an dieser Sportart extrem. Oder allgemein. An den amerikanischen Sport. Da ist es immer sehr, sehr ausgeglichen. Yes! Ja, zu spät und Spiel gedreht. Erneut. So. Also diese Anfangsphase lässt eigentlich gerade von beiden relativ zu wünschen übrig. Nein. Ja gut, wenn ich mal überlege, wie unsere Spiele vor ein paar Monaten waren. Ja, Davies kam dazwischen. Reach war kein Foul. Na, er hat sie voll aufgehalten. Stimmt doch gar nicht. Natürlich. Nein, hab ich nicht. Weil der nicht gerade auslaufen kann. Ja, da war ich raus. Ja, du bist ja nicht so basketballaffin, ne? Digga, ich hab absolut keine Ahnung von diesem Sport, außerhalb des Spiels zumindest. Mhm. Er war auch immer derjenige beim Sport, also wo war er noch, wir waren ja zusammen in einer Klasse. Ich habe immer gebettelt, dass wir als Thema im Sportunterricht Basketball bekommen.
Er wollte es nicht. Ich versteh nicht warum. Basketball ist eigentlich so geil. Wenn wir im Sport Basketball hatten. Ich habe es geschafft, zweimal pro Sportstunde vielleicht den Korb zu treffen. Du hast es immerhin geschafft. Und das war Glück. Ein bisschen Glück gehört auch mal dazu. Aber das Gute ist, ich sehe dann, wie ich NBA spiele und weiß, da bin ich auch nicht besser. Ja, aber es geht. Also, du bist jetzt nicht so schlecht. Klar, das ist jetzt. Haha! Das ist jetzt nicht so geil, aber auch wirklich nur, weil wir ein paar Monate nicht mehr gespielt haben. Von mir ist es auch nicht wirklich geil. Weil, wenn ich mal so überlege, zu diesem Zeitpunkt. Ja, ich hab grün getroffen! Das was? Ist bei mir ein ganz seltenes Phänomen. Was? Was? Ah, verdammt. Ihr habt jetzt gerade im Video ein Phänomen gesehen, das vielleicht einmal alle 80 Spiele auftritt. J.R. Smith. Alter! Ich hasse deine Abwehr. Smith. Ah, ich mag den. Aber wenn ich mal wirklich mal überlege, in diesem Zeitpunkt der Vierteldauer, da hätten wir locker schon über 20 Punkte. Alter, kurz an meinen Rücken, an den Rücken von dem Gegner gespielt. Ja, schön. Natürlich. Kesuma. Ne, ja, gut, ganz so schnell hätten wir jetzt vielleicht doch noch nicht 20 Punkte erreicht. Ja, doch. Wir wären jetzt vielleicht bei 15. Ja, aber wir wären auf jeden Fall näher dran als jetzt halt, ne? Ah, wovor? Oh, Alter, trifft ihr überhaupt irgendwas? Ey, der wäre drinnen gewesen, hätte Dwight. Ja, komm! Wirft er meinen Kussmann ab! Er hat wieder grün getroffen! In der Aufnahme geht ab, jetzt trifft das! Danach, wenn wir offline spielen, also off camera. Ende der Serie trifft nicht mehr das Grüne. Ist halt wirklich jetzt so, nie wieder. Ist wirklich so? Jetzt ganz in der Aufnahme. Wird jetzt verbraucht. Ja, Timeout. Ja, Timeout. Jetzt erstmal den Cheerleader gun. Was? Klar. Muss, ne? Oh Mann, kein Cheerleader, nur die Bank. Ja, eigentlich kann ich. Ja, Cheerleader. Ah, ich kann hier so lassen. Green, green, green. Falsche Sportart. Ach so. Alter! Ich hasse meine Spieler. Das war nix. Nur weil er auf einmal stehen bleibt. Zieht an mein, an dem Trikot. Welches Trikot? Gleich ist auch gleich der erste Viertel vorbei. Oder Quarter, wie man es in Englisch schön sagt. Nice! Schön gemacht von J.R. Smith. Ja, wie viele Reach-Infos wollen sie haben? Clippers, ja! Triffst eh nicht! Was? Triffst eh nicht! Oh Mann. Das Gute ist, ich habe ja jetzt einen Bonus. Das heißt, jeden Foul, da bekomme ich gleich einen Freiwurf. Kriege ich auch einen Bonus? So einen Punktebonus? Nee. Na! No! Schön! Jetzt kommt er! Schön verteidigt von dir. Wir sind back in the game. Muss ich hier leider sagen. Ich habe das Spiel jetzt bei EA bestellt. In the game. Alter, nein. Nein. Nee, Marcel. Einfach nein. Oh Mann. Kusma. Ja, noch 10 Sekunden. Das gibt's doch nicht. Triff ihn rein! Ich dachte! Ja gut, ich hatte keinen Davies, ne? Also das Spiel ist noch ziemlich offen. Ja. Ja gut, ich hatte keinen Davies in der am Ende. Deswegen ist er nicht reingegangen. Grüße gehen raus anrufen.
Ja, Cheerleader. Ja, ist gut. Kalt dich hier nicht auf den Cheerleadern aus. Achso, ich dachte nur, dafür ist das Spiel. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist das Sport im Fokus. Achso. Das hätten wir auch mal früher sagen können. Ach, jetzt weiß ich, warum die Formel 1 geholt hat. Wegen den Grid Girls. Ja, das hat ja leider keine Good Girls. Ja, moin. Aber erstmal ein Dreier werfen. Oh, fast. Ich dachte jetzt auf die Ankündigung, du hast mich gechallenged. Da dachte ich mir so, komm, wir machen jetzt die Ankündigung, jetzt kommen Dreier. Ich hab doch gerade einen Dreier geworfen, deswegen habe ich es gesagt. Ja, das war ja nach deinem Dreier, deswegen dachte ich mir so, komm, jetzt machst du es auch nochmal. Für mich. JR. Auch wenn du nur die Spiele gespielt hast, hast du schon einen Spieler, wo du sagst, ja, den finde ich sympathisch oder den mag ich? Zum selber spielen jetzt bei NBA? Ich hatte bisher nur Scheißspieler im Team. Aber ich fühle Carl Anthony Towns. Na, stimmt ja. Haben wir ja bei der ersten, ich sag's mal, Franchise-Modus oder meine Liga, hast du ja hier die Minnesota Wolves genommen. Towns ist so abgegangen in dieser Franchise damals. Ja, und dann eigentlich noch einer. Oh. Der ist ja auch voll abgegangen. Schön. Nein! Wie er reingeflogen kommt! Ja, hallo, also Verteidigung! Könnte den mal einer. Boom. Ist aber noch offen, 22, 25. Also es ist noch alles. Zweites Timeout. Ich musste noch kein Timeout nehmen. Ich eigentlich auch nicht, aber ich hab's auch nicht gedrückt. Ja, dann habe ich dich so gesehen gezwungen. Also so verstehe ich das jedes Mal, wenn der Coach selber von eigener Hand Timeout nimmt. Dass man einen zum Timeout gezwungen hat. Schöner Dreier. Und damit steht's unentschieden. Ja. Aber ich merke schon, wir kommen langsam rein. Weil, was wir noch dazu sagen müssen, wir haben vor der Aufnahme kein Aufwärmungsspiel oder so gehabt. Habt ihr ja gesehen. Ja, wie er gleich doppelt geblockt wird, LeBron. Du brauchst doch keinen LeBron. Ach, nee, Morris. Ich Davis hab. Zack. Schön gewartet. Und dann. Dürfte ich jetzt vielleicht mal wieder Kawhi Leonard auf dem Feld haben, oder? Der ist doch da oben. Kawhi Leonard mit der 2. Als ob ich weiß, welche Nummer der hat. Ich weiß nur, ich hatte keinen Star auf dem Feld. Aber Kawhi Leonard, der ist jetzt wieder drauf. Er hat die Nummer 2. So lange weg. So. Ja, und da kommt sowas. Mit der Mann, also mit der Leistung, kein Wunder, dass sie gegen die Nuggets das noch verkackt haben. In den Playoffs. Mann, Morris! Schön, Davies. Ah, ich mag den Jungen. Er ist jetzt auf Feier. Nein, LeBron ist kalt. Ah, nee, das ist ein anderer Spieler von dir. Nee, das ist Morris. Da ist er, der King. Wie er sich ja selber nennt. Endlich! Hätte mir aber fast den Shotclock auch Druck gemacht. Ah, verdammt. Dachte.
Oh, LeBron. Komm schon. Ob. Nee. Mann, wie viele Ah, Rebounds willst du Davies. noch? Nein, Jetzt! Bradley! Dwight Howard, ich dachte, verdammt! Leonard! Oh! Ja, zum Meine Glück, Güte! dass. Und LeBron? Nein. Ich versuche so viel mit LeBron. Das ist. Der geht rein. Schön. Noch 46 Minuten, dann haben wir Halbzeit. 46 Minuten. Sekunden meine ich. Schön weggeschlagen von Davies. Ich darf Morris Und. diesen Ball nicht mehr geben, der ist doch von Davis geblockt. LeBron. Nice. Puh. Wirf. Schön. Das war's. Die erste Hälfte. Es steht 37 zu 29. Und so Wie er sehen noch die aufs Ergebnis Stats gewartet aus. hat. Ja, ich war mir nicht so ganz sicher. So. Ja, Kobe Bryant um Nummer 8 und Nummer 24 retired. Shaquille O'Neal hing da auch. Aber wie gesagt, Kobe Bryant, ja, dieses Jahr ein schwieriges Thema. Leider. Aber naja, das soll es hier nicht drum gehen. Hier geht es alleine um dieses Spiel. Und Boah, Leonards schön. Punkte. Erstmal Ball wegschlagen. Ne, sowieso. Einfach wegtreten. Als wäre es ein Fußballspiel. Oh, warum haben zwei meiner Spieler den Kopf nach unten gesenkt? Oh, spring doch nur, Davy. Die Ja, die haben wissen, so dass sie einen das Spiel Bumm. jetzt noch verlieren. Denkst auch nur du. Aber wenn ich jetzt hier so weiterspiele. Man kann nicht sagen, dass es unmöglich ist, dass du dieses Spiel noch verlierst. Nee. Nee. Gerade wenn jetzt McGee wieder Ey, mit was einem Reach in stichst du ihm Foul einfach das kommt. Auge aus? Latsch dich ins Auge. Na, Ball aus. Aber trotzdem noch versuchen. Der Wurf erstmal gegen den Korb ran. Ja. Das war sehr einfach. Ja. LeBron, 9 Punkte, ja. Heute nicht so viel von der LeBron Show. Aber auch nicht so viel von der Leonard Show. Nee, also irgendwie sind unsere Top-Spieler. Na gut, ich habe ja noch einen Davies, das ist ja das Gute. Davies, Pope, McGee, Green habe ich ja noch. Da kann man ja gut noch verteilen. Ah, verdammt! Jetzt will auch keiner rein. Ah, komm, Pope. Oh, ich dachte ein Dreier. Ah, gut. Das war jetzt riskant, aber. Und Naja. Leonard, endlich mit einer Antwort. No. So, dass ich gleich ein Timeout nehmen muss. Ich glaube, jetzt kommt noch meine Secondary draus. Und ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo meine Aufgabe liegen muss im weiteren Spielverlauf. Ja, versuchen, dass die Punkten Punkte zu machen, ne? So viele wie es geht. Aber jetzt ist leider Kaylene. Doch, da ist er noch. Ich Der wollte gerade sagen, Kevin jetzt ist er Leonard. nicht mehr auf dem Feld. Er wäre ja schon dumm, wenn er jetzt rausgehen müsste. Ich habe Ja, noch man einen weiß halt Starter. nie, wie es ausdauerkräftemäßig aussieht. Na ja, gut, stimmt auch wieder. Ja, aber gut, Kevin Leonard war ja so gefühlt nie da. Der einzige von meiner ersten Mannschaft ist McGee.
Ah, schade. Und Leonard, nächste Punkte. Ah, komm. 8 an der Zahl Acht. heute. Ist weniger als LeBarnard. Ja, ein Punkt. Na, zumindest mal den Ball weggeschlagen, aber nicht so erfolgsversprechend gerade die Rettungsaktion. Uhuhu. Den Ball hätte ich jetzt gerne gehabt. Ja, ich finde es gut, dass du den nicht bekommen hast. Ah, Kusma! Schade. Ich dachte, der bringt ihn irgendwie rein. Boah! Ich dachte, der geht noch raus. Aber war nicht schlecht gemacht. Hatte ich Schiss, dass der rausgeht. Tja. Gute Defense-Arbeit von Kusma. Oh, jetzt will aber auch keiner rein. Da merkt man, das ist meine Zweitmannschaft, aber eigentlich auch. Das ist ärgerlich gerade. Ja, gut, Jetzt. bei der Größenunterschied. Ja, jetzt Nur noch ein kommt man das. 4-Punkte-Spiel. Ja. Schön. Oh, wenigstens mal eine Antwort. Auch wenn es nur ein Zweier war, aber egal. Ich habe ja auch die ganze Zeit nur 2 gemacht. Schön. Ja, schön. Da wollte ich dann einmal wieder für einen Dreier gehen und krieg direkt die Antwort gedrückt. 12 Punkte hat er gemacht und 8 Punkte in der Zone. Heute J.R. Smith gemacht. Ja, jetzt muss ich einen Timeout nehmen. Oder werde Ja, mit gezwungen. einem 6-Punkte-Spiel gehen wir jetzt in dieses Timeout. Es ist auf jeden Fall noch alles offen. Das ist jetzt auf jeden Fall ein sehr, sehr enges Spiel. Muss man sagen. 1:16 noch im dritten. In LA. Oh, jetzt sind LeBron, zumindest ist LeBron jetzt auf dem Feld. Dwight Howard. Darf weiterhin gegen Kawhi ran. Oh, Morris! Ja, ich habe auch einen Morris, der nichts bringt. Leute Ah, oh, mit Namen schön! Morris in diesem Spiel irgendwie nicht sonderlich erfolgsversprechend. Und das ist Ja, komm, wertvoll. das war doch. Ja, noch 53,5 Minuten, Sekunden. Was habe ich mit meinen Minuten? Ich wollte schon wieder Minuten sagen, obwohl es nur noch Sekunden sind. Wir machen das Spiel hier jetzt noch sehr lang. Ja. Braun, schön. Das war ein möglicherweise fataler Fehler, ja. Hat mit sehr viel Platz. Ah, jetzt ist gerade so eine Phase. Ah, jetzt muss er. Ah, das gibt's nicht. Das dritte Viertel ist vorbei. Es steht 53 zu 43. 10-Punkte-Game. Also von Viertel zu Viertel wird die Führung gerade immer größer. No. Hier nochmal die Historie.
History. Aber Sind ja eins haben dieses wir noch. Jahr. Ja. Also wie gesagt, ist noch alles offen. Also. Ich sag da ja nichts. Ich schreibe hier noch gar nichts ab. Ah, 2010 das letzte Mal, aber sind ja dieses Jahr wieder Champion geworden, die LA Lakers. Wollte ich nochmal so sagen, nachdem wir hier das gesehen haben. Wir würden auch 2K21 spielen, aber wir haben halt kein Geld. Jo. Aber ist ja egal, NBA 20, das Beziehungsweise geht ja theoretisch auch. hätten wir Geld gehabt, aber wir wollten warten, bis die PS5 draußen ist mit dem Spiel, Ja, das macht dann weil halt es mehr einfach mehr Sinn. Sinn macht. Ja. Aber jetzt hat er LeBron 19 Punkte. Morris hat immer noch keinen Bock. Verdammt. Ja, jetzt komme ich mit Davies nicht so rein. Das war ein Wurf voll von Pope, aber ich dachte eher, das wäre eher von LeBron aus. Ja, die Freiwürfe musste ich jetzt auf jeden Fall alle sicher reinmachen, sonst. Und das haben wir direkt verkackt. Wenn ich jetzt die Freiwürfe nicht nutze, wird es ein noch schwereres Spiel als sowieso schon. Los Ballfoul von Hallo? Davies. Ach so. Nee, ich habe das nicht gesehen, deswegen. Schön. Das war schön raus. Das war schön Und zugespielt. endlich mal wieder Punkte auf dem Board. Na, schade. Hab ich zu viel gewollt. Mein Star will irgendwie dieses Spiel nicht gewinnen, habe ich das Gefühl. Ah! Das war der Verzweiflungssprung! Oh nein! Ein abgeprallt unten! Das war einfach Ach gerade du! irgendwie verzweifelt der Versuch, irgendwas in diesem Spiel zu erreichen, Leonard. Mit Ah, dem okay. Dreier. Ja, da war ich mir nicht mehr sicher, deswegen habe ich mir erstmal aufgepasst. Oh. Okay, das war ein Reach and Fall. Erstes seit langer Zeit. Ah, schön. Ja, jetzt komme ich hier, jetzt breche ich mir so ein bisschen ein. Yes! Und wir kommen zurück ins Spiel. Wieder ein Vier-Punkte-Spiel. Der hat in diesem Spiel keine Lust, Punkte zu machen, habe ich das Gefühl. Wieder Punkte. Ist gut. Aber ich merke schon meinen Fehler. Ich lasse mich jetzt zu sehr unter Druck stellen und deswegen spiele ich hier so ein bisschen hektischer. Zu hektisch, dass ich hier bald immer die Kontrolle über meinen Ball verliere. Das muss ich abschalten. Für die letzten 2 Minuten. Jetzt hat sogar gepasst. Ich habe das Gefühl, Leonard will echt keine Punkte mehr machen in diesem Spiel. Er hat gar keinen Bock. Ja, das ist Reach and Foul von George. George aus dem Dschungel. Dein! Da kommen doch 100 Jahre.
Brettspiel. Nein. Leonard. Dafür ist auch in diesem Spiel noch zu gebrauchen. Aber wenigstens etwas, ne? Wenn es Offense nicht richtig funktioniert, dann klappt es aber Defense. George hat 14 Punkte. Yo! Wurfvoll von Kawhi Leonard. Schön. Beide sind reingegangen, so wie ich es mir vorgestellt habe. Viel mehr erhofft habe. Und den macht er. Schön. Das ist der Leonard, den es in diesem Spiel jetzt braucht. Das ist der LeBron, den ich mir erhoffe für diese Schlussphase. Und das ist nicht der Leonard, den ich gerne hätte. Geht trotzdem rein, plus noch ein extra Punkt. Ja, die Masse sagt es, MVP. Noch hat er das Spiel nicht gewonnen. Ja, ich sag ja nur das, was die Fans sagen. Aber dann kommen solche Fehler wieder, die eigentlich nicht passieren dürfen. Ja, und jetzt sind das auch in der Abwehr Fehler, die so niemals sein dürfen. Und so schnell sind wir wieder bei einem 8-Punkte-Spiel. Was zwischenzeitlich eigentlich fast ein unentschiedenes Spiel war. Dürfen jetzt auch nicht zu viel Zeit hier. Na, verdammt. Da wollte ich es mal ein bisschen ausprobieren. Ach, schön. Morris, Da stand ich mir ein bisschen 39 doof. Sekunden, 4 Punkte Spiel wieder. Ja. Und ich weiß schon, worauf es jetzt hinausläuft. Anfang ein bisschen schön. Kiwi Dreier. Schöner Dreier. Davies Dreier. Wenn's LeBron nicht machen kann, dann immerhin Davies. Jo, der hat richtig Bock. Deswegen macht er, denkt er sich durch, ich mache einen Dank ohne einen Ball. Ja, aber die Kiste ist durch. So. 15,9 Sekunden. Gegen Ende doch noch richtig gesagt. Naja, sagt niemals nie. Noch ein paar Dreier, die man werfen kann. Also Ja, aber 15 ich Sekunden. glaube, allein durch diese ganzen Reach-In-Fouls, die jetzt kommen werden, Reach-In-Fouls vor allem Personal Fouls. Foul von Morris. Verdammt. So. 11 Sekunden. Ja.
Ah, hier den schade. einen noch machen wollte. Ja, 73 zu 67 geht es für die Lakers aus. Am Anfang haben wir erstmal ein bisschen beide rumgefailt. War ein relativ gutes Spiel, auch wenn das Ergebnis das jetzt nur bedingt widerspiegelt. Es war trotzdem spannend. Es war trotzdem von Anfang bis Ende war es ein spannendes Game, fand ich. Also Ich gehe deswegen, jetzt also noch man auf den. kann. Sch Da wollte ich nicht drauf. Ich gehe auf den Teamvergleich, um Jo. nochmal die Stats zu zeigen. Und Ja, zum Beispiel. mit diesem Ja. Bild würde ich dann jetzt sagen, was ist aber auch von hier. Ja. Also mir hat's gefallen. Also ich hatte meinen Spaß. Ich würde sagen, wir hören uns dann am Freitag zur nächsten Folge F1 und sage bis dann. Ciao.